Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich das so höre, Frau Kollegin Tank, dann leben wir irgendwie in ziemlich unterschiedlichen Welten. Aber dazu ist es ja auch mal interessant, sich heute hier auszutauschen. Denn mit Ihrem Gesetzentwurf zur Aufnahme von sozialen Grundrechten in das Grundgesetz suggerieren Sie ja in allererster Linie, dass unsere Verfassung insoweit vollständig defizitär wäre. Dass das ganz bestimmt nicht der Fall ist, wussten wir auch vorher schon, bevor wir das erweiterte Berichterstattergespräch gemacht haben. Aber auf Wunsch Ihrer Fraktion haben wir es dann durchgeführt. Und alle Sachverständigen, der Kollege Bartke hat es eindrücklich schon geschildert, haben genau das auch noch mal bestätigt. Selbst Ihr eigener Sachverständiger, der Sympathie für die Aufnahme weiterer sozialer Grundrechte in den Text des Grundgesetzes geäußert hat, schrieb zu ihrer Forderung nach Gewährleistung des Existenzminimums. Der Gesetzgebungsvorschlag geht nicht über den rechtlichen Status quo hinaus. Und auch im Berichterstattergespräch hat er gesagt, es sei ja nicht so, dass die Verfassung das Soziale nicht schützen würde. Weiter auf Nachfrage, auch das hat der Kollege Bartke, den ich eigentlich hier nur andauernd zitieren kann, weil das vollumfänglich alles dargestellt hat, was auch mein Eindruck war, gesagt, dass Ihr Gesetzesentwurf, also nochmal, Ihr eigener Mann, dass Ihr Gesetzesentwurf wörtlich über eine Vielzahl von Inkonsistenzen verfügen würde. Meine Damen und Herren, in Deutschland erhalten bedürftige Menschen seit Jahrzehnten Hilfe und Schutz. Im Hartz-IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2010 hat das Gericht ausgeführt, dass aus Artikel 1 in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums folgt. Daraus ergibt sich ein verfassungsunmittelbarer Anspruch auf Sozialleistungen. Jedem Hilfenbedürftigen stehen diejenigen materiellrechtlichen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind. Es gibt also keine rechtlichen Defizite, jedenfalls nicht auf verfassungsrechtlicher Ebene. Weitere von Ihnen geforderten Änderungen und Ergänzungen des Grundgesetzes sind entweder überflüssig, widersprüchlich oder sind mit unserem freiheitlichen Staatsverständnis und der sozialen Marktwirtschaft nicht vereinbar. Hinter Ihrem Gesetzesentwurf steht ein völlig anderes Gesellschaftsbild und Sozialmodell, als wir es heute haben. Überflüssig ist zum Beispiel Ihre Forderung, den Staat zu verpflichten, kollektive soziale Sicherungssysteme zu schaffen. Denn aus dem Sozialstaatsprinzip ergibt sich bereits, dass die Schaffung sozialer Sicherungssysteme zum Schutz der sozialen Existenz Grundaufgabe des Staates ist. Sie wollen ein Recht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, das sanktionsfrei gewährleistet werden soll. Und zugleich soll jeder Mensch das Recht auf frei gewählte oder angenommene Arbeit haben. Wie das zusammenpasst, beantworten Sie leider nicht. Wer soll denn die frei gewählten Arbeitsplätze zur Verfügung stellen? Der Staat vielleicht? Zwischen 1949 und 1989 gab es bereits mal einen Staat, der genau das versucht hat. Und wenn ich mich recht erinnere, hat es nicht wirklich gut funktioniert. Sie wollen das Streikrecht ohne Einschränkungen gewährleisten, inklusive Recht zum politischen Streik. Ich glaube, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland mit unserer Tarifautonomie und mit unserer Koalitionsfreiheit ausgesprochen gut gefahren sind. Sie fordern ein Recht auf eine menschenwürdige und diskriminierungsfrei zugängliche Wohnung und auf Versorgung mit Wasser und Energie sowie eine einkommensgerechte Miete. Der Staat soll für Mieterschutz sorgen und Miet- und Wohnbelastungen ausgleichen. Die Räumung von Wohnraum soll unzulässig sein, wenn kein zumutbarer Ersatzwohnraum zur Verfügung gestellt wird. Sie ignorieren dabei völlig, dass das BGB schon eine Vielzahl von mieterschützenden Vorschriften enthält. Lesen Sie es doch einfach mal. Es ist ein Trugschluss, dass die Ergänzung des Grundgesetzes generell zu einer verbesserten Durchsetzung von Rechten führen würde. Das gilt für Forderungen nach Aufnahme weiterer Staatszielbestimmungen, ebenso für die Aufnahme von weiteren Grundrechten. Das Grundgesetz, meine Damen und Herren, sollte die wichtigsten Regeln zwischen dem Verhältnis Bürger-Staat regeln, einschließlich der Grundrechte. Je mehr wir da reinschreiben, desto mehr werden wir auch tendenziell unsere Verfassung relativieren und die Durchsetzbarkeit der Ansprüche reduzieren. Meine Damen und Herren, auch das hat der Kollege Bartke schon gesagt. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Berichterstattergespräch erlebt, das einen Gesetzesentwurf so derartig zerrissen hat.
Das Gespräch war für Ihre Fraktion eine einzige Ohrfeige. Zitat aus der Stellungnahme eines Sachverständigen, diesmal nicht zugegebenerweise Ihr eigener. Die vorgeschlagenen Grundgesetzänderungen sind verfassungsrechtlich verfehlt, verfassungspolitisch uninformiert, handwerklich dürftig und insgesamt politisch schädlich. Es bleibt festzuhalten, wir leben in einem wohlhabenden und vor allen Dingen sozialen Staat, der zu den besten Staaten gehört, die es weltweit gibt. Seien wir uns dessen bewusst, und wenn wir schon nicht dafür dankbar sind, so würdigen wir es wenigstens. Soziale Rechte sind sowohl in der Verfassung als auch einfach gesetzlich bestens abgesichert. Und deswegen lehnen wir als Fraktion diesen Gesetzesentwurf mit vollem Herzen ab. Vielen Dank. Nächster Redner ist Volker Beck für Bündnis 90 Die Grünen.